Oh Leute, mein Gott, so ein Hals, so ein Hals. Naja, ich will jetzt nicht gerne mit Millard nachmachen, aber es ist doch wahr, ich habe mich komplett vertan. Es gab eine Fehlaufnahme von diesem Part und ich würde gerne da hoch, das würde ich sehr zu schätzen wissen. Jetzt aber. Denn da drin gibt es ja noch ein Secret. Und ja, warum habe ich mich jetzt ein paar vertan? Weil ich einfach etwas nicht verstanden habe. Und die Entwickler es komplizierter machen als irgendeine Sache zuvor. Gut, ich weiß, Münzen sind jetzt nicht so sonderlich wertvoll. Aber da oben gibt es ja noch einiges an wertvollen Münzstücken. Nein, das lade ich erst wieder auf und dann kann es weitergehen. Das sieht ganz gut aus, das ist ganz... Wenn er nicht immer drüber springen würde. Oh. Ja, dafür ziehe ich mir jetzt gerne ein Leben ab. Mein Gott, wer hat eigentlich gedacht, ja, da muss man ein Zeitlimit einfügen, damit es ein bisschen interessanter ist. Ich weiß, aber das brauchst du nicht unbedingt. Oh mein Gott, was ist das? Superpil Teil 20, oder? Jopp. Aber wer braucht's? Ich nicht. So, jetzt haben wir hier alles. Ich weiß, pure Zeitverschwendung vielleicht, aber... Ist mir egal, ich wollte euch das nur zeigen. Ja, im letzten Part haben wir diesen O'Clock besiegt, diesen Möchtegern Muskelprotz. Gut, so. Dann geht's weiter hier. Und zuerst holen wir uns ein paar Tipps. Warte, das ist die falsche Tür oder was? Ja, die war schon richtig. Das war die Tür, wo wir gegen O'Clock gekämpft haben. Dieser Raum, meine ich, dieser Raum. Und das ist die Tür, die uns zu zwei weiteren Türen führt. Ja, also, nur damit ihr das wisst, Luke Millard hat ja auch ein Let's Play von diesem Spiel gemacht. Ich finde es persönlich sehr toll, sehr gelungen. Ja, Leute, jetzt nicht falsch verstehen. Hier haben wir wieder so ein Wegweiser-Ding. Der alte Wegweiser, spring auf das in der Ferne erkennbare blaue Podest. Nur für den legendären Helden bestimmt. Sieh an der Seite des Wegweisers nach. So. Und jetzt habe ich gedacht, man müsste es von dieser Seite ansprechen. Doch da kommt genau dasselbe. Nein, man muss es unbedingt in 3D ansprechen, damit man den Tipp bekommt. So, gleichzeitig Minus und 1 und etwas wird Interessantes wird passieren. Ja. Also wirklich, ich habe mich wirklich wie verarscht gefühlt. Ich glaube, da hinten gibt's noch was. Gibt's da noch was? Ja, da gibt's noch einen. Ja, da ziehe ich mir jetzt gern wieder ein Leben ab, um weiter in 3D zu bleiben. So weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt müssen wir genau das befolgen, was wir soeben gelehrt bekommen haben.
So, minus und eins drücken und dann passiert angeblich was Interessantes. Worunter sich unter interessant versteht, Levelende. Jetzt fügt sich dieses Ding da hinten um. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht schön? So. Ende des Seitenumschlags. Kapitel auch genannt. Gut, ich weiß, es hat keinen Sinn gemacht, aber egal. So, jetzt speichern wir erstmal das Spiel wieder ab, denn das ist immer verlangt und jetzt geht's gleich weiter. So, irgendwie gelang es Mario also Wüste und drückende Hitze zu überstehen. Vor ihm erstreckten sich nun Ruinen, die aus dem Sand ragten. Dankbar für etwas Schatten setzten Mario und Tippi ihre Reise fort. Vor diesen Ruinen hatte sie Onkel Passauf gewarnt. Was verbarg sich wohl in den vor ihnen liegenden zwielichtigen Gängen? Ja, ganz schön viel. Und wie gesagt, immer wieder Entschuldigung, dass ihr da die Texte nicht erkennen könnt. Das Monster in der Ruine ist 1.4. Das letzte Kapitel von der Welt 4. Entschuldigung, dass ihr die Texte nicht immer so gut lesen könnt. Aber verdammt, ich hätte, glaube ich, Fokus einstellen sollen. Ich habe, glaube ich, vergessen, den Fokus einzustellen, oder? Wartet. Nein, permanent AF ist an. Also gut. Mario, ich kann es spüren, das reine Herz befindet sich in der Nähe. Aber aus den Sanddünen geht noch etwas hervor. Sei vorsichtig, Mario, da wartet etwas auf uns. Liniensteinruinen. Okay, bei wie vielen Minuten standen wir eigentlich? Bei 7, glaube ich. Das heißt, jetzt kann ich die ganze Zeit nochmal aufnehmen, bis dahin. Ich habe gedacht, da ist so ein versteckter Block, aber nein. Hätte ihn auch nicht sein müssen. Also gut. So, zack. Verdammt nochmal, aber es ging ja nur um einen einzigen Lebensblock. So, was gibt's hier oben? Was zum Runterwerfen? Was haben wir hier? Ein Lebenspilz halt automatisch 5 KP, falls die KP auf 0 sinken. Also entschuldigt wirklich, wenn ihr nichts lesen könnt, aber ich kann leider nicht mehr tun. Da hinten gibt es nichts, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier weitergeht. Ich gucke mich mal hier so dreidimensional um. Okay, mehr oder weniger cool. Ach so, das sind solche Plattformen, die uns, ich glaube, auch so einhält. So, diese Plattformen ermöglichen uns, durch diese Tür durchzugehen. Denn die eine Tür, die ist ja gesichert. Da müsste jetzt ein Schlüssel drin sein. Ja, wundervoll. Also, Schlüssel, die dienen wie ein Zelda, zu Türen zu öffnen. Wer hätte es gedacht? Also alles irgendwie in einem Bowser-Castle nachempfunden, aber muss nicht sein, weil Bowser ist ja nämlich kein Gegner. Ja, und der Speicherblock, ganz schön, dass er da ist, wäre aber nicht vonnöten gewesen. Da muss es doch irgendwie sicherlich so eine... Nein, meine Hoffnung auf eine geheime Plattform leider. Trägt sich auf 0. Ja,
Und da geht's nicht nach oben, das ist klar. Zu hier. Oh mein Gott, das ist ja ein Spiel gemacht wie für Cheater. Hier kann man ja voll so irgendwie cheaten. So. Also so gucken wir da oben, wir müssen halt den Block nutzen, den ich euch gerade gezeigt habe. So. Da unten, da haben wir einen Ausrufezeichen-Schalter. Achso, ich muss die Gegner verwenden und so. Gut, Wurfwitz. Oh Mann, das war nichts. Und ja, das war gerade mein Fenster, was dieses knackte Geräusch gemacht hat. So. Außerhalb des Raumes ist gerade etwas passiert. Also wie in Super Smash Bros. Brawl. Was auch immer das sein soll. Was ist jetzt außerhalb des Raumes passiert? Achso, also da hat sich was umformatiert, wenn wir an den Schlüssel rankommen. Okay, jetzt müssen wir erstmal lernen, wie wir an den Schlüssel rankommen. Da müssen wir uns, glaube ich, durchkriechen. Achso, Wurfowitz können wir einsetzen. Darauf hätte ich gar nicht gewettet. Nicht mal das. So. Lass mich rein. So. Hier müsste ich wieder irgendwas verbergen. Komisch. Aber wie man da oben reinkommen möchte. Nee, das kann man vergessen, da kommt man nicht hoch. Das kann man sich abschminken. Gut, wozu haben wir jetzt eigentlich die Tür geöffnet? Das ist so eine interessante Frage, die ich mir gerade stelle. Vielleicht müssen wir da oben noch was erledigen. Weil ich das eigentlich nicht glaube, weil hier gibt es eigentlich nur sowas halt. Oder gibt es hier noch irgendwie was versteckt in 3D? Nein, gibt's nicht. Also das war einfach durchzulaufen, gehen vielleicht nicht, gibt Tippi uns irgendwie einen Tipp. Und diese Türen, die du in diese Richtung drückst, ja, das klingt zwar alles schön und gut, aber... Leute, diese Tür, die schwebt da im Himmel. Ach so, da ist ja was. Hier ist etwas, ich werde es dir zeigen. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Ja, das sind solche raffinierten Sachen, genau deswegen finde ich dieses Spiel auch so gut, weil es halt ziemlich verschiedene versteckte Elemente hat.
So, jetzt haben wir den Ruinenschlüssel. So, und ich glaube, das war's auch für diesen Part, Leute. Also, ich beende mal hier diesen Part.